So, Freunde, es ist soweit. Für den Tarik geht endlich Bolt Action richtig los. Sein erster Spielbericht mit Ami steht ganz kurz bevor, und zwar jetzt geht's gleich los. Wir spielen die Mission Nummer 7. Genau, Envelope nennt sie sich, und das ist quasi, die gab es im alten Regelbuch schon. Der Angreifer muss versuchen, in die Aufstellungszone oder auf den Tisch zu kommen und quasi halt bei der gegnerischen Kante vom Tisch zu kommen. Ja, wir spielen 1000 Punkte. Wie gesagt, meine Amerikaner, die US Airborne gegen Steffen seine Deutschen. Ja, da habe ich ausgewürfelt. Ich durfte mich dann aussuchen, da habe ich gesagt, ich mache den Angreifer. Und jetzt gehen wir zu den Armeen und dann zeigen wir euch den Tisch. So, also das ist meine 1000 Punkte der Amerikaner. Wir haben hier einen Veteran, First Lieutenant, mit einem Assistenten. Dann haben wir hier 6 Fallschirmjäger, Late War, also die quasi in der Band of Brothers Box drin waren. Die sind komplett mit Submachine Guns ausgerüstet und einer trägt eine Bar. Dann haben wir hier einen Engineer Squad, also einen Pioniertrupp. Die sind komplett mit. Der Sergeant hat einen NC, hat ein Submachine Gun, dann ist ein Flammenwerfer drin und nochmal einer mit einer Submachine Gun. Dann setzen wir heute mal einen Captain ein. Auch natürlich Veteran mit einem Assistenten. Wir haben ein reguläres Bazooka-Team hier. Zack. Ich glaube, die ist unerfahren. Ja, eine unerfahrene Landmatratze. Und hier 3 Veteran Ranger Squads. Die sind alle ausgerüstet mit einer Bar. Ja, ansonsten nur Gewehre. Hinten haben wir noch einen Pferdewagen. Der ist regulär, also der geht es richtig ab. Und 2 Dodge Weapons Carrier, oder wie sie heißen. Der eine ist Veteran und der andere ist regulär. Beide haben mittleres Maschinengewehr. 12 Würfel, ne? Okay, Achtung, was ich brutal Verrücktes einsetze. Ja, genau, Legit. Was machst du? Sehr mit der Hand. Weil du dich kriegst, was man nennt. Das musst du durchfrieden, genau. Weil er viel weiter geht, ne? Ja, das ist episch. Achtung. So, bei mir geht's hier los mit meinem Veteran First Lieutenant und seinem Assi. Beide mit Sturmgewehr natürlich. Und dann kommt hier meine brutale Artilleriebasis. Ein regulärer, schwerer Mörser mit Spotter. Und meine Veteranen heulende Kuh. Das muss mal getestet werden. Ansonsten habe ich hier 9 Veteranen mit 6 Sturmgewehren in der Einheit. Und der NCO hat ein Sturmgewehr. Ein Veteran Scharfschütze. Und nochmal 8 Veteranen mit 2 LMGs. Und ansonsten 4 Gewehren. Ein regulärer Opel Blitz und mein regulärer Panther. Und ja, das sind nur 8 Befehlswürfel. Aber ich will mal gucken, dass er so wenig wie möglich rausgenommen kriegt bei mir. Gucken, ob es klappt. So, Freunde, und hier, das ist unser Tisch. Wir haben uns so ein bisschen für unser entschärftes Dorf entschieden. Ein Haus rausgeworfen, zack, war zu viel. Da war halt auch in die Mitte mit Mario seinem coolen Aussichtsturm. Mal den Wald ein bisschen umgebaut. Sieht sehr fett aus. Und ja, und dann ging die Aufstellung los. Tarik ist Angreifer, das heißt, er muss Verteidiger, das heißt, er muss die Hälfte seiner Einheiten aufstellen, wenn er Bock drauf hat. Und er lässt seine 2 Drugs mit Fallschirmjägern und Pioniere war es, gell? Ja. Plus der Lieutenant. Und die Bazooka. Und die Bazooka sogar in der Reserve. Ansonsten steht hier seine Landmatratze. Hier vorne sieht man die erste Einheit Ranger, die ist aber schon den 12 Zoll Move vor dem Spiel vorgerannt. Quasi aus der Aufstellungszone, ist gleich gemeint fürs Bombardement. Noch eine Einheit Ranger, die hat das gleiche gemacht. Hinten dran ist die dritte Einheit Ranger, die sollte noch in 12 Zoll in der Aufstellungszone stehen. Und dann sehen wir hier den extrem coolen Pferdewagen, plus den noch viel cooleren Lieutenant Winters mit seinem Assistent. Ja, das war's. Und ich gucke jetzt, ob ich bei 2 plus das Bombardement starten darf. Ja, die 4, da geht's los. Also, es waren 4 Einheiten, ne? Die Einheit Ranger. 4. Das sind 2 Pins, gell? Ja, der Pferdewagen. Nichts. Und der Lieutenant. Ein Pin. Und die heulende Kuh. Also, oh, die kriegt sogar einen Hit. Also, der Hit war
Ein Treffer mit Durchschlag plus 3, gell? Mhm, zwei Pins. Ja, also, oh, aber da ist eine schwere Waffe, ich. Oh, die Stilan-Matratze weggesnipert vom Bombardement. Was ist denn hier? Gleich so der Teufelsmodus ausgepackt. Ja, ich hier den Munitionsding getroffen. Also 11 Würfel nur noch. So, und jetzt habe ich mich schon. Schlimmer sein können. Ja, hätte wirklich schlimmer sein können. Wenn das beim Winter passiert wäre, oh, gleich ohne Kerzen. Und dann geht's hier mit Tarik los. So, Freunde, hier ist dann die Zusammenfassung am Start. Und ja, es ging schon richtig gut los mit dem Bombardement. Der Tarik konnte zwar dank der Ranger-Regel zwei seiner Einheiten aus der Aufstellungszone raus manövrieren, bevor das Bombardement losgeht. Aber noch vier Einheiten waren drin. Und da gab es ein bisschen Pins bei den Rangern, Lieutenant und die Pferde. Und die Landmatratze, die hat es dann sogar zerstört mit dem doppelten Sechser-Modus. Die Kanone kaputt gemacht. Ansonsten sehen wir hier, ich bin aufs Feld gekommen und habe mich dann versucht, komplett irgendwie geballt aufzustellen. Hier steht meine kleine Artilleriebasis. Ich weiß gar nicht genau, was die in der Armee zu suchen hat. Aber sie ist dabei. Die heulende Kuh und der schwere Mörser. Mein Truck ist hier vorgefahren. Und hat dann die die Grenadiere mit vielen Sturmgewehren ausgespuckt. Die sind gleich in den Ambush gerannt. War ich sehr aufmerksam. Und dann haben wir alle miteinander die Ranger hier, die im Wald vorne standen, beschossen. Die sind jetzt bei 4 Pins und waren noch zu zweit. Und konnten dann ihren Befehlstest schaffen und alles. Und da liegen sie halt mit 4 Pins rum. Die zweite Einheit Ranger, warum ist nicht down gegangen? Weil mein Panda mit der fetten Haubitze quasi auf 4 Plus getroffen hätte. Der ist hier reingefahren, wird supported von meiner Grenadier-Einheit mit LMGs, die hat dann auch den Wald reingeschossen auf die Ranger halt. Und mein Lieutenant ist hier hingesprintet, der muss gleich ein paar Befehle verteilen. Ja, und beim Tarik war natürlich so, klar, die Aufstellung, dann kamen die Deutschen rein, erstmal alle Köpfe einziehen, ein bisschen Ambush-Befehle und jetzt auf die Reserven warten. Und das machen wir jetzt in Runde 2. So, okay, die Runde 3 ist vorbei und ja, wirklich sehr viel kaputt gegangen eigentlich. Hier sind die Ranger rübergehopft und haben dann die Grenadiere beschossen. Da ist dann einer gestorben, glaube ich. Die sind an die Mauer zurück und haben voll viele Grenadiere weggepustet. Der Pferdewagen ist hier im Amok-Modus von hinten vorgefahren, hat die Einheit Ranger beschützt, dass die sich schön sammeln können. Das hat geklappt. Und dann wurde der Pferdewagen von meinem Truck kaputt geschossen, genau. Mein Lieutenant ist ganz frech hier vorgerannt. Weiß ich nicht so gut, ob es intelligent war, aber da steht er auf jeden Fall rum. Mein Sniper, weil der Lieutenant weggerannt ist, hat er seinen Befehlstest verrafft und geht down. Der Mörser ist eingeschossen auf diese Einheit im Wald. Wurden die so viel Damage gekriegt? Ah, weil der Panther hat sie nicht noch kurz. War das die Runde davor? Nee, es war diese Runde. Genau, mein Panther ist nämlich hier vorgefahren und der Dampf, so Spoiler-Alarm-mäßig. Ich war ganz kaputt, weil das MG ist gerade noch. Okay, ja, stimmt. Und da war die Einheit Ranger, die hier stand, hat der Panther richtig mit der Haubitze getroffen, klatscht viel tot. Und ja, er dampft. Warum dampft er? Die Bazooka kommt dann rein. Ich war wieder so geil. Hab mein Panther hier schön ins Freie gestellt. Ein schöner 5-Plus-Wurf, zack, in die Seite. Und der Panzer ist kaputt. Ja, und so sieht es jetzt quasi aus. So die erste Frontwelle ist mal ein bisschen weg. Aber jetzt hier rechts kommen Veteranen im Truck und Lieutenant angeheizt. Und da hinten sind noch mehr Veteranen im Truck mit einem Flammenwerfer dabei. Ja, Runde 3 war ziemlich crazy. Jetzt gucken wir mal, was Runde 4 bringt. So Leute, die Runde 3, die war jetzt auch nicht so heftig. Aber ja, viel, viel Kleingewusel, was hier abgeht. Hier der Lieutenant ist aus dem Auto rausgefallen, in die schwere Deckung rein. Und ja, hat dann versucht, die mit wegzupinnen. Die haben die ganze Runde viel Pins, auch einiges an Damage gekriegt. Ja, der Lieutenant war da auch nicht großartig beteiligt. Die zwei Ranger haben sich hier versteckt, haben Pins und Damage gemacht. Da vorne waren noch zwei Ranger, haben sich in dem Wald versteckt und machen hier von der Seite Trouble. Zum Schluss war ich hier bei 3-4 Pins und musste mich mit dem Rallye-Befehl an der Mauer. Ja, der Lieutenant macht auch noch mit, genau, überall die Zweierteams. Egal, an der Mauer muss ich mich dann sammeln, letztendlich. Die Bazooka im totalen Amok-Rausch, erst den Panther zerstört, rennt hier vor, er schießt fast noch meinen Truck, der ja noch hier hinten war. Ja, dann hier vorgefahren, nehme die Ranger mit aufs Korn. Mein Lieutenant denkt, was ist hier vorne los, alles bricht ein, hier werden Befehle benötigt, mitten reingerannt. Und ja, meine heulende Kuh, die hat noch Zweierteams als Ziel, also haben wir draufgeschossen, nichts getroffen. Und mein Mörser hat sich auf den Lieutenant eingeschossen. Und der steht in einer richtig geilen Position, weil mit der Schablone konnte ich auch noch das Fahrzeug erwischen.
Ansonsten, da hinten noch ein Tarixan-Fahrzeug, potenziell gefährlich mit Flammenwerfer-Jungs drin. Habe ich hier meine Einheit safety-mäßig mal in Ambush gesetzt. Wer weiß, wo der Teufelskerl überall hinfährt. Vielleicht fährt er mir vors Gewehr. Wobei das mit den Hecken eher stressig wird. Ja, das war es eigentlich in der Runde 3. Jetzt mal gucke, wie ich darüber komme. So Leute, die Runde 4 schon bei. Und ja, hier, was war los? Meine Grenadiere wurden beschossen von einem Gewehrmann und sind direkt down gegangen. Irgendwie, ja, war nicht so prickelnd, dass ich das gemacht habe. Mein Mercer hat auf die 2 noch einen Schuss gekriegt. Tarik geht gleich down, ich würfel die 1. War auch nicht so gut. Dann sind die Fallschirmjäger aus dem Truck rausgefallen. Stehen jetzt hier hinter dem Lattenzäunchen. Und ja, ansonsten die Ranger, der Lieutenant, der Captain und der andere Ranger-Truck, die machen halt hier so ein bisschen Pin-Action, haben meinen Lieutenant auf einen runtergeschossen und die Bazooka hat dann meinen Truck erschossen. Ja, der dampft, wieder kaputt. War gar nicht die Bazooka, es war nämlich der Truck, der reingefahren ist. Und der hat mir noch, keine Ahnung, 7 oder 8 Pioniere rausgespuckt. Ja, ich bin hier vorsichtshalber im Ambush geblieben, sehe natürlich nichts, viel zu viele Fracks am Start, ihr alle Sicht verblocken. Ja, das war die Runde 4. Ja, langsam werden es wieder viele Amis von 2 Seiten kommen, sie, ne? Jetzt gucke ich mal, wie ich Runde 5 rumkrieg. So, Freunde, die Runde 5 ist auch vorbei. Und ja, also der Tarik zieht den ersten Würfel raus, macht hier gleich Snap to Action mit dem Lieutenant, aktiviert den Jeep und die Fallschirmjäger, bewegt den Lieutenant dann aus der Mercer-Zone raus und macht allgemein hier ein bisschen Terror auf meine Grenadiere. Sind auch 2, 3 gestorben im Laufe des Zugs. Der zweite Würfel war der Captain, macht auch einen riesen Snap-to-Action hier im Mittelfeld, die ganzen Zweierteams. Ja, und dann ging es eigentlich nur noch darum, hier kam noch die Pioniere durchgerannt in seinem letzten Würfel, weil sein zweiter Truck ist nochmal ein bisschen weggefahren. Ich habe dann mit meinen LMG-Pionieren hier durch die schwere Deckung durch ein paar Pioniere abgeschossen. Ich glaube, ich auch einer oder zwei sogar gestorben. Mein Sniper hat dann hier so ein bisschen cheesy versucht, dem LKW noch eine mitzugeben, konnte nur pinnen. Und mein Mercer hat sich auch über die Sicht vom Spotter so auch so ein bisschen, ja, bananenmäßig außenrum halt die Pioniere gesehen und hat sich da eingeschossen, konnte auch nichts treffen. Ansonsten, mein Lieutenant musste down gehen, zu viel Feuer, und meine Pioniere, Grenadiere hätten auch down gehen sollen, haben sie nicht gemacht und haben dann im Gegenzug auch einen Pionier gepinnt. Ja, mit dieser Snap-to-Action gehen die Runden wirklich sehr schnell und jetzt nur Runde 6 und dann sind wir schon fast am Ende hier. So, Freunde, Runde 6 und ja, was ist passiert? Hier, das viele Fahrzeugwrackwand hat natürlich meinen brutalen LMG-Trupp die Sicht komplett genommen. Ich musste mich hier rüber an die Mauer bewegen und konnte dann nur mit einem LMG auf die Pioniere schießen. Bewegt, schwere Deckung, sogar ein Pin verteilt, aber niemand getötet. Mein Scharfschütze konnte den Truck nochmal pinnen, der dann seinen Befehlstisch verpatzt und war auch schön. Mein Mercer hat seinen zweiten Schuss auf die Pioniere vorbeigeschossen und sie sind danach direkt aus der Mercer-Zone rausgelaufen und haben versucht, meine Grenadiere komplett auszulöschen. Der Flammenwerfer war Gott sei Dank ein paar Zoll zu weit weg, macht aber nichts, weil ihr seht viele Pins bei den Grenadieren, das waren die Fallschirmjäger und die haben sogar auch mit, genau, mit der MPs Pins drauf gemacht. Je nach die Ranger und der Lieutenant sind down gegangen, genau, weil die heulende Kuh wieder 4 Ziele hatte. Und auch dieses Fahrzeug hat ihren Befehlstest nicht geschafft. Und das war's in der Runde 6. Es sind keine neuen Würfel rausgegangen, aber Tarik steht ziemlich bedrohlich nah an meinen 4 Hampelmännern da vorne. Machen wir kurz Runde 7 und dann, ja. Freunde, das soll's gewesen sein. Wir haben mal wieder einen Spielbericht gemacht, der Tarik. Wir müssen doch kurz Auswertung machen, oder? Was für eine Auswertung? Weil es ziemlich knapp ist, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wer gewinnt. Oh, ja doch, ist doch ganz klar, wer gewinnt. Du kriegst für jeden Befehlswürfel 2 Siegpunkte, ich nur einer. Achso, ich habe gerade noch einen rausgenommen, ja. Genau, du hast 4 rausgenommen, ja. Ich habe 4 rausgenommen. Das heißt, du hast 8 zu 4 gewonnen im Endeffekt. Ich könnte uns nicht viel mehr. Ja, schön auf der dicke Bauch macht nichts. Egal, das soll es gewesen sein bis hierhin. War mal wieder ein sehr cooles Spiel. Und Amis, oh, ich bin richtig gespannt, was für Spielberichte wir noch rauszaubern werden. Und mein Panther muss ich auch noch lernen zu fahren. Ja, gut, Truckfahren muss ich auch lernen. Ja, gehen wir noch in die Fahrstelle, ist gut. Aber ich sag immer, es fängt Boltisch erst richtig an. Ja, das war's, Freunde. Bis zum nächsten Spielbericht und ciao.